Meine Freunde, und damit herzlich willkommen zum Unboxing der Wootbox August 2017. Heute am 8.8. ist sie endlich angekommen. Keine Versandbestätigung leider. Und was mich echt extremst ärgert, seht ihr das, den Riss? Die Kanten, ja. Also hier sieht man extrem. Ich bin ein bisschen enttäuscht von DBD. Aber ich kenne es bereits. Schön wär's. Aber es ist tatsächlich ein Bild des Wootshots mit drinne. Und darauf habe ich gewartet. Denn ich wollte wissen, was nun Sache ist. Weil im Juli gab es ja auch eins. Und im Juli gab es, ja, keine Ahnung, was das eigentlich sein soll. Es steht auch nicht wirklich da. Das Einzige, was ich denke, dass es diesen Monat kommt, ist das mit Super Mario. Oh mein Gott. Geil. Ich habe einen Pilz. Bing. Geil. Ich habe einen Pilz. Geil. Das ist so ein Softball. Oder Stressball. Ich habe den Pilz. Wie geil ist das denn? Cool. Na, das kann man da hinkleben. Ja, was haben wir denn hier? Ein Gameboy. Original in der Größe. Original. Wie geil. Cool. Ich habe diesmal nicht vorher geguckt. Wollte ich nicht. Auch wenn es schon Videos gab. Also, ich hatte geguckt. Es gab tatsächlich schon Videos. Ich wollte mir diesmal aber nicht die Überraschung nehmen lassen. Weil Retro ist halt ein Thema für mich. Ich bin mit der Zeit groß geworden, ja. Mein allererste Super-Konsole war ja ein Super Nintendo, beziehungsweise der graue Game Boy. Und Mann, hier, Delle. Das sind blöde Schweine, echt. Es hat tatsächlich eine Delle abgekriegt hier. Aber das Bild funktioniert. Oh, das waren noch Zeiten. Ja, Tetris. Super. Mega, auf jeden Fall. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch die Pin. Die machen wir zuerst. Die Super Nintendo. Kommt ja auch als Mini-Version raus. Geil. Also da wird sich meine Pinnwand da oben, ich weiß nicht, ob man sieht, aber da befindet sich schon die erste. Ups. Das eiskalte Händchen. Und hier haben wir sie. Die Saint Seiya Collectors Figur, wo es 5 Stück gibt. Und zwar gibt es den Sagittarius, den Cygnus, den Taurus, den Gemini und Aquarius. Für viele, die es jetzt nicht wissen, sind alle 5 Elemente, die es gibt. Und Cygnus müsste Metall sein. Ansonsten ist das Feuer. Das ist Sagittarius, ist Feuer. Taurus war im Element der Erde. Aquarius war Wasser und Gemini war Luft und Cygnus war Metall oder was das war. Für viele, die es nicht wissen, was Saint Dangerous ist, denn ich habe mittlerweile die komplette Serie mal angeguckt. Es gibt ja nicht nur die Gegenstände zum Verwandeln, sondern halt auch eben diese 5 Elemente. Und damit haben die halt diese Superkraft. Und wenn die sich 5 zusammentun, haben die eine Megakraft. So, und wir haben Aquarius, die Wasserkraft. Ach, hier, können wir öffnen. Die werde ich auch auspacken, weil das ist eine Figur, die jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, so viel Wert hat, dass man sagen muss, oh mein Gott. Also für viele, die es halt eben nicht wissen. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht extra geguckt gehabt. Und da ist sie. Die heilige Figur. Oh Gott, ob ich das jetzt zusammengebaut kriege. Hier haben wir sie. Mega auf jeden Fall. Also es hat was. Also für die, die es nicht kennen, nochmal, es ist wie Sailor Moon für Jungs. Ja, wie gesagt, ich habe mir die ersten Folgen angeguckt, die erste Staffel. Habe mir auch diese Staffel angeguckt. Und das ist so gesehen der Gott-Modus. Wo nur spezielle Kämpfer diese Fähigkeit bekommen, ja. Das heißt, bist du dazu auserwählt, diese Power zu bekommen, dann bekommst du sie auch.
Das ist nämlich der Rest. Und ich lasse es erstmal noch in der Verpackung. Ob ich es auspacke, eigentlich ja. Denn es ist die Crash Bandicoot Insane Trilogy. Mega auf jeden Fall auch mit dem Druck. Ja, ob ich es mal anziehe, weiß ich noch nicht. Weil es ist ja schade, weil die sind auf jeden Fall mega teuer. Und ja, jetzt kommen wir noch zu dem Inhalt. Es gibt eine kleine Überraschung, das haben die vor 2 Tagen schon veröffentlicht, dass es tatsächlich noch eine Überraschung gibt. Letztes Jahr gab es die Mini, die NES, meine ich damit. Und dieses Jahr die Super Nintendo, also vermute ich ganz stark, dass es dieses Jahr die, ja, nächstes Jahr die 64 gibt. Und auch wieder Retro-Sachen, ja. Bin ich wirklich gespannt, weil nächstes Jahr kommt ja auch die Nintendo 64 als Mini-Konsole wahrscheinlich raus. Bis jetzt steht es 75 zu 25, dass die rauskommt. Also auf jeden Fall ein sehr gutes Omen. Ich habe keine Ahnung. Kommen wir auch zu der Box. Endlich, ja, ich habe sie fertig gemacht. Und so sieht sie aus. Die Super Nintendo SNES. Und mit Controller, mit dem und auch dem. Freue ich mich mega auf jeden Fall. Es war diesmal was mega Geiles drin. Für den Preis ohne Mist. Wir können ja mal kurz noch in das Heft gucken. Würde mich echt mal interessieren, was da noch drin ist. Genau, die Spardose, Gameboy offiziell, das T-Shirt ist auch ein offizielles. Also es gibt so nicht. Genau, von denen gibt es noch 4 Stück. Der Geist ist am häufigsten mit 10.000 Mal. Den gibt es wohl 4.000 Mal oder 5.000 Mal und die gibt es jeweils nur 2.500 Mal. Deswegen auf jeden Fall top. Ja, genau hier. Und hier sind die 5 Krieger von Athena. So, Mootbox Pin exklusiv ist klar. Und auf der nächsten erwartet uns, ihr seht, Vegetas Panzer. Herr der Ringe ist drinne. Fluch der Karibik, Salazar. Dragon Ball Z und Street Fighter Akuma ist drinne. Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was da drin sein wird. Hier habe ich ja diesmal komplett recht gehabt, dass es eine Figur von Saint Danger gibt, ein T-Shirt von Crash Bandicoot und halt eben von Super Mario Bros. Halt eben wirklich irgend so eine Kleinigkeit, was man sich hinstellen kann. Deswegen, also nächsten Monat, ich denke mal Salazars Rache, es war schon Glas drinne. Also vermute ich, dass da diesmal ein T-Shirt drinne sein wird. Vegeta stelle, könnte ich mir denken, eine Figur von Funko Pop. Herr der Ringe, können auch Herr der Ringe-Figur sein. Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt, gell? Also auf jeden Fall, das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Es hat mich riesig gefreut, diesmal die Box. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Unboxing dann im September wieder. Bad Guys und ja, wenn das Wutshirt noch allerdings kommt, die Tage, dann werde ich natürlich Folgendes machen, werde dann exklusiv kleines Mini-Video dazu machen und ja. Vielen Dank fürs Einschalten, das war's und tschüss.